das sogenannte Knattergebirge. Die Jakobstraße als Hauptachse, im Norden durch die Jerusalembrücke begrenzt, im Süden durch die Johanneskirche. Nach Osten schloss der alte Elbbahnhof das Viertel ein. Vor dem Zweiten Weltkrieg das am dichtesten besiedelte Gebiet Europas. In der Nachkriegszeit wurde das Viertel großzügig bebaut. Fünfgeschossige Wohngebäude in Zeilenbauweise mit parkähnlichen Grünflächen. Die Stadt erwartet in den nächsten Jahren einen starken Bevölkerungszuwachs. Um diesen abzufedern, soll das Quartier städtebaulich verdichtet werden. Studierende der TU Braunschweig beschäftigten sich ein Semester lang mit diesem Thema. Herausgekommen sind 19 Visionen für eine nachhaltige Weiterentwicklung und funktionale Verdichtung des Viertels. Diese sind noch bis Ende Juni im IBA-Shop zu sehen. Sie haben da so 4 Ideen so rausgepickt. Was ist an diesen 4 Sachen so besonders? Die 4 nennen wir die besonderen. Die sind zum einen besonders gut ausgearbeitet, also man kann einfach viel erkennen. Und die zeigen aber auch die Bandbreite aller Projekte. Also es gibt eine Arbeit, die hat sich mit Hochhäusern sehr intensiv auseinandergesetzt. Es gibt eine Arbeit, die hat sich sehr intensiv mit dem Landschaftsstreifen an der Elbe auseinandergesetzt. Es gibt eine Arbeit, die hat gesagt, wir wollen überhaupt nichts neu versiegeln. Und hat geschaut, wie sie das hinbekommen kann. Und es gibt eine Arbeit, die sehr, sehr detailliert die Nachbarschaft analysiert hat, verstanden hat und dort eben ganz, ganz behutsam verdichtet. Und das, wie gesagt, ist so eine schöne Bandbreite, die recht repräsentativ ist für alle 19 Arbeiten. Schaffung von Wohn- und Arbeitsräumen, Schulen, Kitas, Handel und Gewerbe sowie Kulturangeboten sind die Ideen. Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität als Ziel. Na, ich würde sagen, Architektinnen und Architekten haben einen Gestaltungswillen und das ist natürlich etwas, was wir in unseren Studierenden auch fördern wollen, was wir entsprechend gestalten wir auch die Aufgaben, dass die Studierenden eben ins Nachdenken kommen, kreativ sind, genau verstehen, wie der Bestand ist und darauf aufbauen, sozusagen eine Zukunftsvision entwickeln. Das Projekt Die 11 Inseln für Magdeburg schlägt 11 verschiedene Nachbarschaften vor, etwa durch unterschiedlich gestaltete Innenhöfe. Und daneben befindet sich unser Spielviertel. Dort haben wir diamantförmige Solitäre entworfen, die sich an der Straße ausrichten und gleichzeitig den Raum in der Mitte schützen, sodass da halt ein geschützter Raum für Familien und Kinder entsteht. Und der kann genutzt werden für Spielplätze oder die Wiesen für Beispiele. Und das Projekt Blickpunkt Magdeburg zielt darauf ab, die relativ öde Siedlung in ein lebendiges Großstadtviertel zu verwandeln, vergleichbar mit dem Domviertel. Wir haben geschaut, dass unser Entwurf sich daran orientiert, dass wir so wenig wie möglich abreißen und so wenig wie möglich an neuer Fläche versiegeln, weil man da halt heutzutage einfach ein bisschen drauf schauen muss. Und dementsprechend kam es bei unserem Entwurf stark dazu, dass wir eher Geschosse noch auf bestehende Gebäude draufgesetzt haben oder halt, wenn dann so gebaut haben, dass wir auf Stützen stehen und nicht wirklich viel Boden noch zusätzlich versiegeln. Der Entwurf M hoch 3, Menschen, Miteinander, Magdeburg, konzentriert sich auf kleinteilige Auf- und Anbauten zum Bestand der Nachkriegszeit. So entstehen gestalterisch anspruchsvolle Umbauten. Wir haben uns eben bewusst dazu entschieden, kein Wohnen am Wasser zu realisieren, eben aufgrund des Hochwasserrisikos und auch aufgrund der bestehenden Qualitäten vor Ort, die wir eben nur aufwerten wollten. Frische Brise für Magdeburg zeichnet sich durch eine bauliche Verdichtung entlang der Elbe und einen kreativen Umgang mit der Ufergestaltung aus, also Häuser statt Parkplatz. Im unteren Teil bzw. im oberen westlichen Teil, wie man hier erkennt, haben wir ein Quartier angesiedelt, wo städtisches Gewerbe sich ansiedeln kann und dementsprechend auch sich Firmen niederlassen können oder Gewerbehöfe entstehen können. Diese Ideen können unter Umständen in die Stadtplanung einbezogen werden.